Die Sommerhitze in der Wohnung oder im Büro kann sehr belastend werden. Man fühlt sich schlapp und kann auch oft nicht erholend schlafen. Es gibt verschiedene Mittel und Wege, sich im Sommer zu behelfen, um ein angenehmeres Klima zu erschaffen. Eine beliebte Möglichkeit sind Ventilatoren. Jedoch ist die Auswahl heutzutage groß, sowie die Preisdifferenz zwischen den einzelnen Varianten. Der folgende Vergleich soll zunächst helfen, einen Überblick über verschiedenste Modelle zu geben und erläutern, welche Funktionen sie haben. Dazu werden diese nach Art geordnet vorgestellt, ihre Gadgets erklärt und die Vor- und Nachteile beleuchtet. Falls du auf der Suche nach einem passenden Gerät für dich bist, solltest du immer im Hinterkopf behalten, wo und wann du den Ventilator benutzen möchtest. Beispielsweise sind Faktoren wie Lautstärke, Oszillation und Höhe bedeutend. Alle Produkte sind für mehr Details und den aktuell besten Preis in der Videobeschreibung verlinkt. Zu Beginn werden zunächst einige ausgewählte Turmventilatoren mit ihren Funktionen aufgeführt. Das preisintensivste Modell unserer Auswahl mit 110 Euro ist der Princess 350.000. Was dieses Gerät von den anderen unterscheidet, ist die Möglichkeit, ihn mit Amazon Alexa zu verbinden. Dies ist jedoch natürlich nicht zwingend notwendig. Bedient wird er zudem auch über ein Touchpad, bei dem, wenn gewünscht, ein Timer eingestellt werden kann. Zusätzlich kann die Home Wizard Climate App oder die Pro Series Home genutzt werden, um den Ventilator einzuschalten und zu verstellen. Dieses Gerät kann sich über 80 Grad drehen und ist ungefähr 103 cm hoch. Bei den drei verschiedenen Luftstromeinstellungen gibt es auch einen Nachtmodus, der für eine leisere Geräuschkulisse beim Schlafen sorgt. Somit eignet sich der Ventilator ideal für Wohn- und Schlafzimmer. Ein verbreitetes Problem scheint jedoch die Verbindung mit der App zu sein, was nicht bei jedem sofort reibungslos funktioniert. Aber durch Kontaktaufnahme mit dem Support und etwas Geduld sollte diese Situation zu lösen sein. Das nächste Gerät, der Honeywell HO5500RE, ist mit einem Preis von 55 Euro deutlich günstiger, weist jedoch dafür auch Abstriche im Komfort und Verarbeitung auf. Dieser Ventilator kann sowohl über eine Fernbedienung als auch über Tasten an einem LED-Display gesteuert werden. Er besitzt eine Zeitschaltuhr, die auf bis zu 4 Stunden gestellt werden kann. Auch dieses Gerät besitzt einen Nachtmodus und kann zudem auch eine natürliche Brise imitieren. Bei einigen Nutzern war er jedoch nach einigen Monaten bereits defekt und ließ sich nicht mehr einschalten. Deshalb würden wir empfehlen, beim Kauf von diesem Produkt unbedingt auf die Garantie zu achten. Ein praktischer Vorteil ist, dass er auch über Batterie angetrieben werden kann, weshalb man nicht immer die elektrische Leitung anschließen muss. Das Gerät kann somit frei im Raum bewegt oder beispielsweise zum Camping mitgenommen werden. Der letzte unserer ausgewählten Turmventilatoren ist der 40 Euro teure Interior TF35. Dieser ist auf der höchsten Stufe etwas lauter als die beiden vorherigen Modelle. Jedoch ist dieser Ventilator durch seinen starken Luftstrom für größere Räume von bis zu 40 Quadratmetern geeignet. Er oszilliert um 75 Grad und ist mit 78 cm etwas kleiner als die anderen beiden. Auch dieses Gerät besitzt einen Nachtmodus und kann somit für Wohn- und Schlafzimmer, aber auch für Werkstätte und andere große Räume verwendet werden. Der günstige Preis geht leider auch mit günstiger Verarbeitung einher, was aber scheinbar bisher nicht so häufig zum Defekt geführt hat, wie bei dem Turmventilator von Honeywell. Vorteile von Turmventilatoren allgemein sind, dass sie über ihre Höhe verteilt Luft verströmen und platzsparend sind. Der Luftstrom verteilt sich daher angenehm und ist weniger punktuell. Allerdings benötigt man einen kleinen Tisch oder Hocker, um den Luftstrom höher als beispielsweise 100 cm zu bekommen. Im Folgenden wurden zwei verschiedene Modelle von Bodenventilatoren ausgewählt, die näher beleuchtet werden sollen. Das erste Gerät ist die Windmaschine von Branson im Retro-Stil, welche ungefähr 70 Euro kostet. Diese kann stufenlos geneigt werden und hat einen starken Luftstrom, welcher nicht nur zur Kühlung des Raumes, sondern auch zum Trocknen
oder für Spezialeffekte für Bühnen benutzt werden kann. Dieser Ventilator ist durch seine hohe Leistung zu laut, um ihn beim Schlafen zu benutzen. Deshalb wird er eher nur gelegentlich in der Wohnung benutzt werden können. Auch für das Büro wäre dieses Modell etwas laut, wenn man die Kollegen nicht stören möchte. Mit 120 Watt ist die Leistung mehr als doppelt so hoch wie die der bereits vorgestellten Geräte, wobei er mit 50 cm Durchmesser nur halb so groß ist. Die Windmaschine wäre daher nur für diejenigen geeignet, die es gern etwas stürmischer bevorzugen. Der zweite Bodenventilator ist auch von dem Hersteller Honeywell. Der 22 Euro teure HT900E hat einen Durchmesser von 30 cm und ist auch neigbar. Es handelt sich hierbei um den günstigsten und kleinsten unserer gesamten Auswahl. Der Vorteil gegenüber der Windmaschine ist, dass er bei Bedarf auch an der Wand befestigt werden kann, wo dann auch eine Schwingung möglich wird. Er kann eine natürliche Brise imitieren und hat eine hohe Leistung. Es wird behauptet, dass er leise sei und somit zum Schlafen geeignet ist. Aber die meisten Käufer konnten dem bisher nicht zustimmen. Von daher ist auch er eher weniger ideal für den Dauerbetrieb. Ein allgemeiner Nachteil von Bodenventilatoren ist, dass sie sehr punktuell arbeiten und bei direktem Wind der betroffene Teil des Körpers sehr schnell auskühlt. Allerdings sind sie meistens durch ihre kleine Größe handlicher und leichter zu transportieren als Turm- oder Standventilatoren. Das letzte Gerät, was betrachtet werden soll, ist der Rowenta VU5640 Standventilator. Dieser ist zwischen 101 und 140 cm höhenverstellbar und kann sich um 120 Grad drehen. Er besitzt 4 Stufen, wobei auch ein Nachtmodus und eine natürliche Brise möglich sind. Daher macht er sich gut für die Wohnung oder das Büro. Bedient werden kann er über das Touchpad und er besitzt eine Leistung von 70 Watt. Trotz des etwas höheren Preises von 65 Euro hatten einige Kunden über eine Unwucht zu klagen, wodurch es zu geräuschvollem Rappeln kommt, was den Ventilator leider deutlich lauter macht als vorgesehen. Der Vorteil von Standventilatoren ist, dass sie durch die Drehung nicht zu sehr auskühlen und an die gewünschte Höhe angepasst werden können. Sie können jedoch oft nicht sehr tief eingerichtet werden, wodurch die Füße beispielsweise keinen direkten Wind abbekommen können. Zusammenfassend ist zu sagen, dass ein guter Ventilator ganz von den Bedürfnissen und dem Einsatzzweck abhängig ist. Daher ist es wichtig, die Umgebung zu beachten, in der er verwendet werden soll. Wenn der Komfort weniger eine Rolle spielt, ist eine günstige Variante nicht unbedingt die falsche Entscheidung. Für den dauerhaften täglichen Gebrauch und vor allem nachts sollte hingegen mehr Wert auf Lautstärke und Bedienung gelegt werden. Welcher Ventilator ist dein Favorit? Schreibe es in die Kommentare. Zum Kauf und mehr Infos haben wir dir alle vorgestellten Produkte in der Videobeschreibung verlinkt. Schaue jetzt dort für die besten Preise und Aktionen vorbei. Ich hoffe, ich konnte dir bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasse gerne ein Like da und teile es mit deinen Freunden. Um keine neuen Vergleichsvideos mehr zu verpassen, kannst du auch ein kostenloses Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und bis bald!